Die Entgiftung der Haut ist eine der wichtigsten Maßnahmen gegen vorzeitige Hautalterung, aber auch für einen gesunden Körper und schöne Haare. Die wenigsten wissen, dass sich unser Gesicht und unsere Kopfhaut ab einem gewissen Alter in eine richtige Mülldeponie verwandeln. Heute zeige ich dir drei Wege, wie du deine Haut entgiften kannst, sodass du die Fastenzeit auch für deine Schönheit nutzen kannst. Mein Name ist Christina Schmid, ich bin die Autorin von Skistart Botox und natürliches Facelifting und hier geht es um gesunde Wege zur natürlichen Schönheit. Hier kann man auch immer etwas gewinnen und heute können drei von euch eine Zeolit-Suspension gewinnen. Wir werden uns heute mitunter ansehen, was Zeolit für deine Haut und schöne Haare tun kann. Wie du gewinnen kannst, darüber sprechen wir später. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, warum wir im Gesicht Unreinheiten und andere Probleme bekommen, die wir am Rest des Körpers nicht haben? Unser Gehirn und damit unser Kopf wird viel stärker durchblutet als alle anderen Zellen. Das Gehirn ist Gott sei Dank durch die Bluthirnschranke vor den meisten Giften gut geschützt, aber der Rest des Kopfes nicht. Noch dazu ist der Kopf, also das Gesicht und die Kopfhaut, exponierter und zugänglicher für Gifte, die von außen kommen. Manche Expertinnen behaupten sogar, dass Radikalbelastung und ein völlig verschlagtes Gewebe heute zu den häufigsten Ursachen für vorzeitige Hautalterung gehören. Toxine blockieren den Stoffwechsel der Haut und strapazieren das elastische Gewebe. Sie können aber auch zu Flecken und Entzündungen führen. Lass uns schauen, wie wir unsere Haut entgiften können. Erstens, durch das sogenannte Hautfasten. Die japanische Star-Kosmetikerin Shisu Saeki, ich spreche das ganz sicher falsch aus, rät dazu, einmal in der Woche auf Kosmetik zu verzichten. Um der Haut zu helfen, ihr eigenes Gleichgewicht wiederzufinden und auch mal etwas abzugeben und nicht immer nur zu schlucken, wird so wie auch beim Fasten sozusagen einmal in der Woche auf etwas verzichtet, und zwar auf Kosmetik. Das bedeutet, du reinigst deine Haut am Abend, nur Reinigung, sonst nichts, du trägst keine Creme mehr auf. Am nächsten Morgen reinigst du die Haut mit lauwarmem Wasser und gibst ihr noch den Tag, um durchzuatmen. Die Haut hat so die Möglichkeit, eigene Ausgleichsmechanismen wieder einzuschalten. Du gibst dir einmal in der Woche die Chance, das eigene Gleichgewicht wiederzufinden. Wir sind ja nicht wirklich auf Kosmetik angewiesen. Shisu Saeki sagt zum Beispiel auch, je irritierter die Haut ist, desto mehr sollte man auf Kosmetik verzichten, denn oftmals muss sie nur entgiften. Und so komme ich zum nächsten Punkt, Zeolit für die Haut. Zeolit ist eines der wichtigsten Mittel zur Entgiftung, die uns zur Verfügung stehen. Es handelt sich dabei um eine Art fein vermahlene Mineralerde, die in der Lage ist, Gifte im Körper zu binden. Ich denke, den meisten von euch ist Zeolit geläufig. Es ist in der Lage, Schwermetalle zu binden, Säuren, Bakteriengifte, Schimmelpilze und so weiter. Die meisten von euch kennen es zur inneren Anwendung. Es ist in der Lage, einfach Gifte im Körper zu binden, den Darm zu entgiften, den Leaky Gut zu schließen. Dazu gibt es genug Videos und Bücher. Aber man kann Zeolit auch äußerlich anwenden. Auf diese Möglichkeit bin ich aufmerksam geworden, als ich ein Seminar bei einem Arzt gemacht habe zum Thema Haarausfall. Dazu noch ein wichtiger Hinweis, da Zeolit so wirksam und beliebt ist, wird es einem geradezu nachgeschmissen und es kommen auch sehr viele schlechte Produkte auf den Markt. Wenig wirksam bis toxinbelastet. Es wird immer empfohlen, darauf zu achten, dass das Zeolit als Medizinprodukt deklariert ist. Ein solches Produkt haben wir zumindest für diese Entgiftungszeit für euch besorgt. Das haben wir jetzt in unserem Shop. Es ist in einer patentierten Form enthalten. Seine Wirksamkeit wurde durch Studien bewiesen und seine Toxizität wird dauernd getestet. Es ist besser bioverfügbar und daher tatsächlich wirksam, innerlich und äußerlich. Ich habe es von einer Heilpraktikerin empfohlen bekommen, die tolle Erfahrungen damit macht. Auf diesem Wege nochmal vielen Dank, liebe Ilona. Es wird aber auch in einem der Bücher von Dr. Hecht empfohlen. Dr. Hecht, kennst du vielleicht als Zeolit-Papst, wurde mit seiner Zeolit-Einnahme satte 98 Jahre alt und das bei einer ziemlich guten Gesundheit. Es gibt in dieser Form zum einen ein Pulver für den oberen Verdauungstrakt, für den Rachen, für die Mundschleimhaut und den Magen gegen Reflux und so weiter. Und zum anderen gibt es hier Kapseln, die erst im Dünndarm aufgehen. Das gibt dir die Möglichkeit, unbelastetes Zeolit in den Darm einzuschleusen. Also nicht eines, das schon im Mund, im Rachen, im Magen Gifte aufnimmt, sondern
Die Kapseln gehen erst im Dünndarm auf, entgiften den Darm gründlich und schließen den Leaky Gut. Du kannst eines davon nehmen oder beides zusammen als Powerpaket, so mache ich das, so wurde mir das von der Ilona empfohlen. Du kannst es so nehmen wie auf dem Beipackzettel oder sie empfiehlt es auch morgens ein Säckchen und drei Kapseln und am Abend ein Säckchen und drei Kapseln. Das ist ein bisschen unkomplizierter. Noch einmal der Hinweis, ich bin keine Ärztin. Ich erzähle dir hier von meinen Recherchen, von den Empfehlungen von Therapeuten, mit denen ich zusammenkomme und von meinen Erfahrungen. Es ist sicher etwas kostspieliger als andere Zeolite. Ich habe wirklich lang nachgedacht, welches Produkt ich in den Shop aufnehmen soll, aber es ist eben sicher. Es ist sicher in der Wirkung und auf Toxizität geprüft. Man darf nämlich eines nicht vergessen. Wir versuchen uns gut um uns zu kümmern, ernähren uns gesund, investieren in gesundes Essen, in Nahrungsergänzungsmittel und vergessen dabei komplett, dass ein vergifteter Körper gar nicht so viel davon aufnehmen kann. Und ein Thema, über das viel zu wenig gesprochen wird, ist meiner Meinung nach, wie sehr diese Gifte, denen wir heute ja kaum mehr auskommen, sich aufs Gehirn auswirken, auf die Gehirnleistung und auf unsere Emotionen und unsere Stimmung. Aber zurück zu unserem Thema. Diese besondere Zeolithform gibt es auch in Form einer Suspension, die habe ich bei diesem Arzt kennengelernt. Die ist dann eben für die Entgiftung der Haut. Wird bei Hautirritationen verwendet, zum Beispiel bei Akne, da ist die Entgiftung besonders wichtig, aber auch bei Rosacea, Rötungen, Juckreiz, Herpes, wird auch bei Ödemen und Gelenkschmerzen gegeben, weil sie Histamin aus der Haut zieht und das auf eine natürliche Art und Weise. Zurück zu meinem Workshop. Dieser Arzt macht tolle Erfahrungen mit der Suspension bei Haarausfall. Dazu wird die Suspension auf die Kopfhaut aufgetragen, nicht in die Haare, sondern in die Kopfhaut einmassiert, 10 bis 15 Minuten vor der Haarwäsche, sodass diese 10 bis 15 Minuten entgiftet wird. Mich hat das sehr begeistert, weil ich um das Problem schon länger weiß, eben dieses Problem, dass die Kopfhaut so voller Gifte ist. Ich wusste nur nicht, wie man dem am besten begegnen kann. Und das da ist wirklich eine tolle Möglichkeit. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Kopfhaut gut zu reinigen, aber mit dieser Suspension entgiftet man sie. Der Arzt hat auch empfohlen, zusätzlich noch ein Präparat mit Mineralstoffen einzunehmen, um das Ganze aus dem Inneren zu unterstützen. Ich weiß aber, dass viele von euch grundsätzlich eigentlich sehr gesund leben und dem Körper eh schon vieles geben. Aber oftmals scheitern diese Dinge einfach an der Vergiftung des Körpers. Wenn man sich vorstellt, dass die Kopfhaut dazu neigt, Gifte zu speichern und je älter wir sind, desto mehr Gifte sammeln sich nun mal an. Wie sollen die Haarfollikel gesunde Haare produzieren? Das geht nicht. Und mit dieser Suspension hat man die Möglichkeit, hier die Gifte rauszuziehen. Ich persönlich mache das einmal in der Woche grundsätzlich. Hat er gesagt, 2 bis 3 Mal in der Woche kann man das machen. Für die meisten von uns bedeutet das eigentlich bei jeder Haarwäsche. Ich persönlich habe kein Problem mit Haarausfall, deswegen mache ich es einmal in der Woche einfach für meine Gesundheit zur Entgiftung. Was mir persönlich gut gefällt, ist, dass die Haare danach griffiger sind. Man hat ein bisschen mehr Volumen und sie fetten nicht so schnell. Mit Zeolit kann man aber auch die Gesichtshaut entgiften. Man kann sich da ganz doll eine wirklich tief reinigende, entgiftende Gesichtsmaske machen, indem man das Zeolit einfach mit Wasser verrührt und ein paar Tropfen Öl vielleicht. Ich weiß, es wird oftmals geraten, das mit Öl zu verrühren. Ich verstehe das, weil wenn man Zeolit nur mit Wasser nimmt, dann trocknet das sehr schnell ein. Ich habe aber das Gefühl, wenn das Öl dabei ist, bin ich mir nicht sicher, ob dieser Entgiftungsprozess wirklich so in der Intensität passieren kann. Deswegen löse ich dieses Problem so. Ich vermische Zeolit nur mit Wasser, trage es auf und wenn es anfängt einzutrocknen, besprühe ich es mit dem Aloe Vera Spray. Du kannst es auch mit Wasser besprühen, einfach um es feucht zu halten, um diesen Entgiftungsprozess, damit der Entgiftungsprozess ablaufen kann. Beim Vermischen dieser Maske achte darauf, dass du einen Porzellanlöffel nimmst oder einen Holzlöffel, auf jeden Fall kein Metall und kein Plastik, denn das Zeolit bindet wirklich. Das muss man wirklich ernst nehmen. Daher besser mit einem Porzellanlöffelchen anrühren, auf die Haut auftragen. Ich finde, das ist eine tolle Maske, die so schöne, feine Poren macht.
Und drittens, wie könnte es anders sein? Was entgiftet die Haut so wunderbar? Facial Cupping und Gua Sha. Die Schrumpfmassage ist extra entgiftend. Sie bietet uns die wunderbare Möglichkeit, Giftstoffe direkt aus dem Gewebe über die Haut rauszuholen. Egal ob im Gesicht, im Nacken oder auf dem Rücken. Auf dem Rücken ist es eine echte Wohltat, aber im Gesicht eine echte Chance. Gerade wenn du nach den ersten Schrumpfmassagen ein paar Unreinheiten bekommen hast, hast du gesehen, wie viele Toxine im Gewebe geschlummert haben. Das Schrumpfen, dieses, heute nennt man es Facial Cupping, holt diese Toxine an die Oberfläche, entgiftet die Haut. Wenn diese Unreinheiten vorbei sind, ist sie schön und du weißt, dass du auch die tieferen Schichten entgiftet hast. Auch das Gua Sha entgiftet ganz toll. Fürs Gua Sha brauchst du nicht mal besondere Instrumente. Du kannst mit einem Porzellanlöffel arbeiten oder mit dem Deckel von einem Marmeladenglas. Du findest in meinen YouTube-Videos unzählige Anleitungen für verschiedene Bereiche im Gesicht. Für das Schrumpfen brauchst du natürlich einen Schrumpfer. Ich finde, gerade wenn es ums Entgiften geht, würde ich den Bereich, den Nacken dazu nehmen. Da eignet sich am besten das Mini-Trio. Und zwar nimmst du da den roten, der ist am intensivsten, für den Nacken. Du ölst ihn ein und ziehst einfach schön von oben nach unten. Für das Dekolleté und für die Stirn, weil die Stirn braucht es ein bisschen fester als der Rest des Gesichts, gerade der Zornesfaltenbereich, da eignet sich sehr gut der orange Bella Bambi. Für diesen Bereich hast du zum Beispiel ein Video hier, ja, für das Schrumpfen der Zornesfalte. Und der gelbe ist fürs ganze Gesicht geeignet. Also du kannst, den gibt es auch einzeln. Deswegen, wenn du sagst, nicht ein ganzes Trio, du wirst erstmal probieren, würde ich mit dem gelben anfangen, der ist fürs ganze Gesicht geeignet. Eine genaue Anleitung, wie man damit Falten bekämpft, Hängebäckchen zusammen mit anderen Methoden, findest du natürlich in meinem Online-Kurs. Heute nur ganz kurz. Reinige dein Gesicht erst einmal gründlich und trage dann Öl auf. Vor dem Öl kannst du gerne auch ein bisschen Wasser oder Aloe Vera Gel auftragen. Dann wird alles ein bisschen leichter und du bekommst mehr Feuchtigkeit in die Haut. Und du massierst erst einmal den Hals von oben nach unten, um die Lymphe zu öffnen. Und dann von der Mitte des Gesichts nach außen. Gib der Haut ein bisschen Halt, wenn sie es braucht. Heute möchte ich hier auf einen Aspekt des Ganzen eingehen, weil wir beim Thema Entgiften sind. Das, was wir Toxine nennen, nennen die Chinesen manchmal schwarzes Blut, aber grundsätzlich Sha. Gua Sha bedeutet in etwa das Sha herausschaben. Dieses Sha kommt mitunter in Form von Flecken raus. Das hast du vielleicht schon gesehen, wenn jemand den Rücken geschabt oder geschrumpft bekommen hat, dass das manchmal ganz schön brutal aussehen kann. Das ist aber ein gewollter Effekt. Das ist dieses Sha. Man will dieses Sha, diese Toxine aus dem Gewebe rausholen. Im Gesicht musst du das so nicht machen und entgiftest trotzdem. Aber du kannst es machen. Gerade im Nacken und am Rücken ist das eine echte Wohltat, weil man spürt die Entspannung sofort. Aber es geht grundsätzlich auch im Gesicht. Ist nur etwas für Mutige, die am nächsten Tag nichts vorhaben. Aber ich möchte dir zumindest mal davon erzählt haben. Vor allem auch deswegen, weil es manchmal nebenbei passiert. Manche, die meinen Kurs machen, und ein bisschen heftiger arbeiten, bekommen vor allem in diesem Bereich oder im Stirnbereich, Zornesfaltenbereich, das sind ganz große Spannungsbereiche im Gesicht, eben ein bisschen von diesem Sha heraus. Auf diesem Wege möchte ich euch sagen, eigentlich kann ich euch nur gratulieren. Denkt euch nichts, ist kein Problem, vergeht auch sehr schnell und du weißt, dass du deine Haut um ein kleines Extra an Toxinen erleichtert hast. Wir können das gerne machen, wenn du möchtest. Wenn du am nächsten Tag nichts vorhast, wenn du solche Flecken rausbekommst, ist es ganz wichtig zu wissen, du hast jetzt sozusagen eine Brücke gebaut zwischen deinem Gewebe und der Außenwelt. Ja, du hast da jetzt aus tieferen Schichten etwas rausgeholt. Man kann sich aber auch von außen was reinholen. Also solange du diese Flecken hast oder zumindest am nächsten Tag, keine direkte Sonneneinstrahlung, kein Wind, keine Kälte. Also wirklich, wenn du am nächsten Tag nichts vorhast, können wir das gerne gemeinsam machen. Dazu
nimmst du einen Schrüpfer, der etwas intensiver ist, um eben ein bisschen intensiver zu arbeiten. Oder, so mache ich das gern, ich mache es aber nur von Zeit zu Zeit. Ich würde das nicht empfehlen, jetzt regelmäßig zu machen. Alle paar Zeiten kann man das mal machen. Ich wärme das Gewebe mit dem Schrüpfer an und schabe dann heraus. Und sobald du merkst, dass ein Fleckchen kommt, schabst du an der Stelle so lange, bis nichts mehr kommt. Ganz oft ist das so, es kommt ein Pünktchen, zwei Pünktchen und wenn man nachschabt, kommt da ein ganzer Bereich auf. Das ist toll, das entlastet das Gewebe wirklich. Bleib also an der Stelle, bis du das Gefühl hast, da kommt nichts mehr. Danach, nach der Massage, grundsätzlich, auch wenn du ohne Schar arbeitest, ein warmes Handtuch, ein feuchtes und alles bitte abnehmen und das Gesicht noch einmal reinigend. Wie gesagt, es sind reinigende Massagen. Du bekommst hier jede Menge Toxine raus und die gehören nachher weg. Danach kannst du deine Pflegeprodukte auftragen. Jetzt bin ich richtig froh, dass wir auch mal über diesen Entgiftungsaspekt der Massagen gesprochen haben und nicht immer nur über Falten. Der Zauber dieser Massagen, die ich unterrichte, liegt ja dort, dass sie alle aus dem Gesundheitsbereich kommen. Das bedeutet, dass sie alle ein breites Spektrum an Wirkungen haben. Alle. Gua Sha, Cupping, Dian Sham, diese Massagen, die du in meinen Büchern, in meinem Online-Kurs lernst, können so viel mehr als einfach nur die Durchblutung zu verbessern. Last but not least, auch das Schlafen in Schräglage, über das wir im letzten Video gesprochen haben, wirkt sich entgiftend aus. Viele von euch haben in den Kommentaren geschrieben, dass euch das Thema näher interessiert. Ich werde also, wie versprochen, ein Video dazu machen. Gebt mir nur ein bisschen Zeit. Ich habe jetzt die nächsten Male etwas anderes geplant, aber irgendwann im Frühjahr müsste sich das ausgehen. Wenn du der Meinung bist, dass wir für echte Schönheit die Haut von Giften befreien und nicht auch noch Gifte wie Botox hineinspritzen sollten, teile dieses Video mit deinen Freundinnen. Wenn du eine der Zeolith-Suspensionen gewinnen möchtest, like dieses Video und kommentiere es, damit ich sehe, dass du mitspielst. Ich werde kommenden Freitag 3 der Kommentare herauslosen und im ersten Kommentar unter dem Video bekannt geben, wer gewonnen hat. In diesem Sinne, meine Lieben, schaut gut auf euch, bleibt gesund und bis bald!